Für unsere Variante brauchen wir zunächst einen leichten und stabilen Grundrahmen, der aus zwei gleich großen Elementen besteht. Dafür haben wir uns im Baumarkt unseres Vertrauens gehobelte Dachlatten zuschneiden lassen, die wir relativ einfach zusammensetzen können. Nachdem wir die Montagelöcher für die Schrauben vorgebohrt haben, werden die Dachlatten miteinander verschraubt. Nun brauchen wir noch ein zweites Element und deshalb wiederholen wir das Ganze noch einmal. Löcher für die Schrauben vorbohren, Dachlatten aneinander legen und anschließend miteinander verschrauben. Wenn wir jetzt die beiden Elemente zusammenlegen, können wir schon sehen, wie unser fertiger Grundrahmen aussehen wird. Nun müssen die beiden Elemente noch so verbunden werden, dass man sie im Anschluss zusammenklappen kann. Dafür montieren wir 5 Scharniere in gleichen Abständen. Und damit sich der Greenscreen im Einsatz nicht ungewollt zusammenklappt, montieren wir auf der Rückseite noch 3 Spannverschlüsse. Nun geht es an die Bespannung. Um später keinen ungewollten Lichteinfall von hinten zu bekommen, legen wir erst eine dunkle Folie über die Fläche. Anschließend wird der zugeschnittene Stoff darüber gelegt und zusammen mit der Folie befestigt. Dafür nehmen wir grüne Heftzwecken. So lässt sich der Stoff bei Bedarf leicht auswechseln.